Δεν ήρθε σήμερα. So, nun sind wir in einem Geschäft gewesen, wo es Töpfersachen gibt, von der Firma selbst hergestellt. Keramik. Wir nehmen euch mal mit. Ja. Schaut mal. In verschiedenen Farben. In Sonnenfarben, in Grün. Und wie gesagt, das Auge, das Kreuz. Wie gesagt, sehr schön gefertigt. Wir haben ja auch was mitgenommen, das zeigen wir euch jetzt gleich. In Blau und Weiß. Die Knallfarben steht, Naturtöne. Die Tollen für Balkon und Terrasse auch. Ja. Ich finde die Schale, ja. So ist die Suppe. Die finde ich wunderschön, diese Art der Schale. Die, wie gesagt, die kostet jetzt zum Beispiel 35 Euro. Hat auch schon eine gewisse Größe. Ja. Mit den Oliven. Mit den Oliven. Um irgendwas anzurichten. Also das hier unten, das ist ja total zeitlos. Ne? Da kostet 18 Euro ein Teelicht. Alter. Also das ist wirklich noch, ich sag mal, ein Animalpreis. Hier die Türkistöne. Das hier, die Sachen, die sind unser Favorit. Und ein Teil fehlt hier auch schon. Das steht hier vorne, das zeigen wir aber später mal. Das habe ich, das stand. Das hier, das haben wir mitgenommen. Jetzt ist es in meiner Tüte. Es ist aber nicht das, was da jetzt noch liegt. Das zeigen wir euch bei Gelegenheit. Wie gesagt, auch da oben, auch wieder mit dem Auge. Hier auch dieses. Unheimlich schön. Ja, das hat schon in Türkis eingerichtet ist oder so. Ne? Türkis, die es mal hat. Und was hier auch ist. Es wird verschifft und verschickt. Könnt ihr hier sehen? Es gibt eine Internetadresse. Die könnt ihr hier sehen. www.keramik.gr. Ja, wirklich schöne Sache. Hier wieder für auf der Terrasse. Ja, Balkon. Ja, so von solchen Geschäften gibt es hier ganz, ganz viele zum Schnüren und zum Kuppeln. Ja, und hier noch einige Restaurants. Hier war der Keramikladen. Wenn du nach rechts schwenkst. Da, wo oben die Türe drüber ist und der braune Holzbalken, da ist eine Eisdiele. Ja, hier auf der Ecke, da ist eine Eisdiele, kann man sich neben da mal... Neben Stelios. Neben Stelios, da kann man dann mal die Eisdiele nehmen. Ja, die siehst du hier auch, von Mass-Schmuckläden. Schmuckläden. Ja. Und hier, das ist ein Urgestern hier in Retino. Der ist schon uralt. Der geht auch immer am Brunnen trinken. Und wird hier so von den, wird hier von den Leuten versorgt. Ja, ihm geht's gut. Hier eine Galerie mit Bildern, jede Menge. Da findet man bestimmt auch etwas. Ledergeschäfte.
Wie gesagt, wieder Schmuck. Also hier ist wirklich einiges zu finden. So, dann bis später nochmal. So, und jetzt sind wir an einem Gebäude. Dieses Gebäude war im 15. Jahrhundert eine venezianische Kirche. Von den Türken wurde es im 17. Jahrhundert zu einer Moschee umgebaut. Heute ist hier ein Konservatorium untergebracht. Auch wieder ein Gebäude mit Geschichte. Ja, und hier das Gebäude nochmal in voller Pracht. Ja, man kann sagen, auf Kreta findest du ganz, ganz viele Ruinen teilweise, aber auch restaurierte, gut erhaltene Dinge aus allen möglichen Zeiten. Weil, ich sag mal, die Römer waren hier, die Osmanen waren hier. Ja. Und wie gesagt, wir nehmen euch weitestgehend mit und möchten euch noch einiges zeigen. Ab morgen sind wir dann mit dem Auto unterwegs. Und hier auch nochmal so ein bisschen Graffiti. Aber jetzt keine Geschmiere. Verschandelung, sag ich mal. Ja, Verschandelung kann man so oder so sehen. Ne? Aber es ist auch schon ein bisschen beschädigt worden, sag ich mal, durch einige Sachen. Aber so wird eine Hauswand auch ein bisschen freundlicher von alten Gebäuden, die jetzt nicht unter Denkmalschutz stehen. Ja, dann werden wir mal weiter wandern. Ja, bevor wir weitergehen, habe ich jetzt von der anderen Seite auch nochmal dieses Gebäude mit den Graffiti, hat man gar nicht gesehen.